By the way, heute, wo ihr das Video gerade seht, ist mein erster Unitag. Also mein Semester geht wieder los. Das heißt, ich werde wohl höchstwahrscheinlich gerade in der Uni sitzen. Mir denken, was mache ich hier gerade? Naja, ich krieg das schon hin. Hoffentlich. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Und tatsächlich zu einem Video, was es so in der Art noch gar nicht gab, denn ihr habt es am Titel und am Thumbnail schon erkannt. Und heute geht es um Interior Design bzw. Inneneinrichtung. Und ich werde euch in diesem Video 5 Sachen zeigen, wie ihr euer Zimmer oder eben eure eigene Wohnung ein bisschen aufpeppen könnt, ein bisschen cooler machen könnt. Ich rede über das Thema normalerweise eigentlich immer nur bei Twitch im Livestream. Könnt ihr mich auch gerne auschecken. Ihr wisst Bescheid, @yannixcw auf Twitch, streame ich jeden zweiten, dritten Tag live, deswegen checkt das sehr gerne ab. Da haben wir uns eben schon des Öfteren die Community Roomtouren angeguckt oder eben generell über das ganze Thema gesprochen. Und da ich denke, dass auch bei YouTube die meisten von euch ein eigenes Zimmer oder eben eine eigene Wohnung haben, könnte man das vielleicht auch hier mal ansprechen. Deswegen lasst sehr gerne mal einen Daumen nach oben da, falls euch auch sowas hier bei YouTube interessiert. Denn wie viele von euch wissen, ich wohne jetzt seit circa einem Jahr in meiner eigenen Wohnung, habe hier einiges durchgemacht, eigenes erschaffen. Habe eben auch dadurch mein Interesse für Inneneinrichtung erweckt, möchte euch ein bisschen was weitergeben und mich mit euch austauschen. Aber keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht der CEO auf Inneneinrichtung, ich habe eigentlich auch gefühlt keinen Plan. Naja, viel mehr will ich gar nicht sagen. Lasst wie gesagt einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, wie ihr das Thema findet, ob euch sowas interessiert. Lasst ein kostenloses Abo da, viel Spaß mit dem Video, wir legen los, let's go. Als erstes haben wir Bücher und jetzt habt ihr Bücher aus der Schule im Kopf und denkt euch so, was willst du von mir? Ja, ich fand Faust in der Schule auch kacke und nee, ich habe da eine 2 geschrieben. Was laber ich eigentlich? Ich habe eine 4 geschrieben. Egal, auf jeden Fall fand ich Bücher in der Schule auch kacke. Und es geht auch gar nicht um die Bücher, die ihr aus der Schule kennt. Und ich habe sogar noch einen Bonuspunkt, denn ihr müsst die Bücher zwangsweise nicht mal lesen und schreibt auch keine Analyse darüber. Dabei gibt es 2 Arten, wie du Bücher im Raum als Accessoire nutzen kannst. Ihr könnt entweder ganz viele Bücher nehmen, dazu blende ich euch jetzt mal ein paar Infobilder ein. Die könnt ihr auf den Boden stellen, in ein Bücherregal stellen, an die Wand auf ein Regal packen, auf den Tisch packen, wie auch immer. Das Ganze muss aber auch eben immer zum Einrichtungsstil der Wohnung bzw. des Raumes passen. Oder ihr nutzt die Variante, die ich persönlich auch bevorzuge und holt euch so Eyecatcher-Bücher, wie zum Beispiel das Virgil Abloh Icons Book oder das Virgil Abloh Figures of Speech Book. Ich denke, beide Bücher sollten euch bekannt sein. Beide sehr groß, sehr knallig und eben sehr auffallend. Ich blende euch auch dazu jetzt mal ein paar Infobilder ein. Da könnt ihr mal abchecken, wie das Ganze so aussehen kann. Ich persönlich bevorzuge die Variante, wo man die Bücher clean auf den Wohnzimmertisch legt, auf den Schrank legt und einfach eben so als Eyecatcher benutzt. Ist auch komplett Geschmackssache, da wird jeder was anderes feiern. Müssen auch gar nicht immer so knallige Bücher sein. Es gehen natürlich auch so Magazine, wie zum Beispiel die hier von 032C, die, wie ich finde, auch sehr, sehr clean aussehen. Mit Uzi vorne drauf oder auch UFO vorne auf dem Cover. Und das Gute ist, die Bücher sehen nicht nur cool aus, sondern haben auch eine Funktion für eure Gäste oder eben auch für euch selber. Aber vertraut mir, vor allem wenn ihr Besuch habt, das merke ich auch selber oft, wenn meine Gäste hier sind und auf einmal einfach durch diese Bücher blättern. Und so Bücher findet ihr auch ganz easy online, da denke ich, werdet ihr alle fündig. Da ich Musik wirklich über alles liebe, habe ich auch versucht, diesen Bereich irgendwie in meiner Wohnung mit einzubauen. Und da ich davon ausgehe, dass auch ein paar von euch vielleicht das ein oder andere Mal Musik hören, packe ich auch das Thema mit in das Video rein. Und zwar rede ich von Vinylplatten. Die einen sind einfach zu bekommen, die anderen sind schwer zu bekommen, die einen sehen cool aus, die anderen sehen scheiße aus. Es ist wirklich alles dabei, aber das ist komplette Geschmackssache, wie Musik eben ist. Ich habe auch ein paar Vinyls, bei mir hängen die an der Wand mit so Vinylhaltern. Die sehen so aus, also kommen halt mit einem Nagel so an die Wand, dann stellst du hier die Vinylplatte rein. Man kann die aber auch einfach irgendwo hinlegen, auf ein Regal stellen, auf eine Ablage stellen. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Und für die, die nicht wissen, was eine Vinyl ist und wie Vinylplatten aussehen, Vinyls sind Schallplatten, die gibt es eigentlich fast von jedem Album. Und die kannst du eben auf einem Schallplattenspieler abspielen. Also ich persönlich habe jetzt keinen Plattenspieler. Tut mir leid. Und so sehen Vinyls aus. Das ist Utopia mit dem Albumcover vorne drauf. Ist eben noch eingeschweißt und da drin haben wir dann die Schallplatte. Ich blende euch jetzt noch einmal ein paar Infobilder ein. Da könnt ihr sehen, wie das Ganze in der Wohnung aussehen kann. Eben an der Wand, auf einem Regal, wie auch immer. Das wär's dazu. Weiter geht's. Als drittes haben wir Teppiche. Ja, Teppiche. Da gibt es auch wirklich 1000 verschiedene Varianten und 1000 verschiedene Geschmäcker. Da müsst ihr selber gucken, was ihr feiert, was zu eurem Einrichtungsstil passt, weil es passt jetzt auch nicht jeder Teppich zu jeder Wohnung. Aber ich blende euch jetzt mal ein paar Infobilder ein, damit ihr checkt, was ich meine, beziehungsweise in welche Richtung ich gehe. Ich finde, ein Teppich wertet einen Raum extrem auf, vor allem, wenn er vielleicht ein bisschen Farbe mit drin hat oder die Farbe von dem Teppich irgendwo nochmal mit aufgegriffen wird. Ich finde aber auch, ein Teppich sollte nicht zu laut oder zu verspielt sein, weil das zerstört es irgendwie ein bisschen. Worauf ich aber auch eigentlich hinaus wollte, sind Custom-Teppiche. Davon habe ich auch einen. Das ist zum Beispiel das Sacralite-Logo. Es gibt mittlerweile wirklich sehr viele Firmen, die solche Custom-Teppiche anbieten, wo ihr einfach einen Teppich nach euren Wünschen erstellen könnt. Und ich finde vor allem, dass sowas im Raum immer so ein bisschen mehr Persönlichkeit und Charakter gibt. Und ihr habt da auch eben freie Farbwahl, könnt selber entscheiden, wie passt das Ganze am besten zu meinem Einrichtungsstil, welche Farben benutze ich und welches Design benutze ich. Also ich sage euch, Teppich wirklich sehr wichtig und wertet den Raum auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf. Ich glaube, ihr wisst, wo ich als nächstes drauf hinaus möchte. Und zwar nämlich diese guten Kollegen hier namens Bearbricks oder Bearbricks, wie auch immer. Und da muss ich vorab sagen, es gibt da 2 Parteien. Die einen, die überhaupt nicht feiern und die einen, die sagen, ist ganz cool. Und ich gehöre eben zu der zweiten Partei. Ich finde die persönlich sehr nice. Aber ich kann die andere Meinung auch komplett verstehen. Ich meine, die sind sehr verspielt, sehr laut, sehr bunt und man muss es halt einfach
Man muss es mögen. Es gibt halt eben so große wie McQueen AB jetzt hier, das ist 1000%. Aber auch eben was kleinere wie Pikachu jetzt hier, das ist dann 400%. Die sind auch tatsächlich für das, was ihr am Ende des Tages bekommt. Ich meine, das ist ein bisschen Plastik. Echt teuer. Das muss man einfach dann am Ende des Tages selber wissen. Ich persönlich finde die sehr cool. Ich blende euch auch einmal jetzt noch ein paar Mood-Bilder ein. Ihr könnt sehen, wie das Ganze in der Wohnung aussehen kann. Ich finde es krass. Aber man sollte damit auf keinen Fall übertreiben, wenn die ganze Wohnung damit vollgestellt ist und irgendwie die ganze Wand voller Bearbricks ist. Ist jetzt auch nicht geil. Also ich habe auch ein paar Bilder bei Pinterest gefunden, die mir gar nicht gefallen haben, wo es einfach nur kompletter Overload war und überhaupt nicht gut aussah. Aber ich finde so ein, zwei Bearbricks kommen ganz cool. Vor allem, wenn du Lightning McQueen hast. Ich meine... Als letztes für dieses Video haben wir, und ihr könnt es da hinten schon sehen, Pflanzen. Vertraut mir, wichtig. Und das ist so ein Ding, das muss ich eigentlich gar nicht ansprechen, weil jeder hat irgendwie Pflanzen, dachte ich. Aber seitdem ich mir die ganzen Community-Room-Touren im Discord angeschaut habe und ich da irgendwie keine Pflanze gesehen habe, dachte ich mir, ich muss das eigentlich auch mal ansprechen. Und Pflanzen sind jetzt auch kein Must-Have. Eine Wohnung kann trotzdem schön aussehen. Ist auch Geschmackssache, wie alles hier in diesem Video, aber ich persönlich finde, eine Pflanze wertet eine Wohnung nochmal auf. Da gibt es auch wieder zwei Arten von Menschen. Es gibt die einen, die wirklich ihre ganze Wohnung voll mit Pflanzen stellen, wo du in jeder Ecke irgendwie eine Pflanze siehst. Kann auch ganz cool kommen, kommt nur so ein bisschen auf den Einrichtungsstil an. Mir persönlich gefällt es aber nicht so. Ich bin immer so der Fan von dezenten 2, 3 Pflanzen in der Wohnung. Vielleicht eine große da, eine da hinten in der Ecke und vielleicht irgendwo auch im anderen Raum eine. Aber ihr müsst echt wissen, ich bin wirklich das Gegenteil von einem Pflanzenexperte. Bei mir hat es echt lange gedauert, bis die ersten Pflanzen länger als einen Monat überlebt haben. Und das ist ein Erfolg. Und ich blende euch auch jetzt nochmal ein paar Inspo-Bilder ein, damit ihr checkt, wie ich das Ganze ungefähr meine, was ich feiere und wie ich es euch raten würde. Und das wäre es dann auch zum 5. bzw. zum letzten Gegenstand für dieses Video. Ich muss auch nochmal zum Schluss ganz wichtig sagen, ich bin kein Experte, ich habe kein Interior Design studiert. Ich wohne selber erst seit einem Jahr alleine und befasse mich ein bisschen damit. Genauso muss gesagt sein, dass wirklich alles Geschmackssache ist. Die einen feiern das, die anderen feiern das und... Man kann es auch irgendwie nicht jedem recht machen mit seinem Einrichtungsstil. Aber ich hatte irgendwie Bock, mal so ein Video zu machen. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr sowas findet. Ob ihr sowas auch vielleicht öfter sehen wollt oder ob ihr sagt, nee Jan, lass das. Und für alle, die sich immer noch fragen, wann und ob überhaupt eine Roomtour von mir kommt. Eine ganze Roomtour von der ganzen Wohnung von mir wird es nie geben. Einfach, weil ich es nicht so fühle. Ist bei mir einfach so ein Privatsphäre-Ding. Müsst ihr akzeptieren. Ist leider so. Aber ich werde auf jeden Fall noch eine ausführliche Roomtour von diesem Raum hier machen, sobald der komplett fertig ist. Das ist ja mein Streaming-slash-Ankleidezimmer und mein Videodrehzimmer. Ein paar Sachen müssen hier noch gemacht werden, aber sobald es fertig ist, seht ihr es auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber genug gelabert. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao! Jojojo, kleine Anmerkung noch zum Schluss. Und zwar wollte ich noch mal ein bisschen genauer auf den Discord eingehen. Aber bevor ich das mache, schreibt mal bitte ein blaues Herz in die Kommentare, wenn ihr bis hier geguckt habt. Dann weiß ich nämlich auch Bescheid, wer die Realen von euch sind, deswegen blaues Herz in die Kommentare. Zwar habe ich ja im Video des Öfteren meinen Discord-Channel erwähnt, dass ich da auf die Community Roomtour unter anderem reagiert habe. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe einen eigenen Discord-Channel, Link dazu in der Beschreibung. Und dort gibt es eben ganz viele verschiedene Channels, unter anderem Want to Sell, Want to Buy, normalen Chat, Community Latest Pickups, Community Roomtour, Community Outfits und vieles mehr. Dort könnt ihr euch eben austauschen und gleichzeitig reagiert auf die ganzen Sachen im Livestream. Deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, joint sehr, sehr gerne den Discord-Channel, Link dazu in der Beschreibung, kommt da gerne rein. Mehr will ich gar nicht sagen. Haut rein. Tschüss.